Hi! Willkommen zu einem neuen kurzen Infovideo, willkommen zu einem neuen Talk. Ich heiße euch willkommen zu diesem Talk und willkommen wieder in dieser bescheidenen Layer-Welt, die ich mir vor einigen Tagen oder Wochen oder eigentlich schon vor längerer Zeit hergerichtet habe. Und ich habe auch schon ein bisschen was gemacht, was das angeht. Ein bisschen hier die Bude etwas schicker gemacht mit Holz und so. Finde, dass der Baumstamm hier ganz gut reinpasst. Muss das oben dann natürlich auch noch ein bisschen nachbessern. Und hier unten ist leider noch nicht sonderlich viel passiert. Eigentlich sollte das Ganze hier auf dem Stuhl starten. Und hier mördern sich schon wieder die ganzen Viecher. I don't know. Das ist jetzt aber nicht wirklich wichtig, denn viel wichtiger ist das Thema, das ich anzusprechen habe. Denn warum kommen in letzter Zeit nicht so viele Videos? Beziehungsweise warum kamen in letzter Zeit nur Livestreams? Das kann ich euch erklären an einem guten. Ah, Beispiel ist vielleicht das falsche Wort. Ich würde eher sagen, einfach, dass ich mir Zeit genommen habe für meine Internetbekanntschaft. Für meine Internetbekanntschaft, auf die ich total heiß bin und meine Schaufel ist kaputt. Scheiße. Jedenfalls, ich habe sie besucht, sie hat mich besucht, wir hatten viel Spaß, wir hatten erotischen Spaß. Nee, okay. Klartext, wir haben uns gegenseitig besucht jeweils und ich war mal bei ihr und sie war mal bei mir und wir haben unsere Örtlichkeiten so ein bisschen kennengelernt. Ich habe ihre Örtlichkeit ein wenig besser kennengelernt, auch wenn ich mich nicht wirklich erinnern kann, mit welchem Zug ich jetzt zu ihr dann fahren müsste, wenn ich denn mal alleine zu ihr hinfahren müsste. Jetzt bin ich runtergefallen. Inkompetenz ist da. Warum gab es in den letzten Wochen denn jetzt eigentlich keine Videos? Das ist zum Beispiel, wie gesagt, der eine Grund, dass ich nicht anders konnte, weil ich zu tun hatte. Und dass ich, ja, zu tun hatte ist das falsche Wort, weil ich ja wieder. Also ich habe ja was gemacht, ne? Nur nicht das Richtige. Weil eigentlich wollte ich endlich mal mit der Map für das, für Minecraft Training fertig werden, worauf ja einer ganz besonders sehnsüchtig wartet. Und habe das aber nicht hinbekommen, da ich leider mir Zeit genommen habe für Livestreams, weil ich mir gedacht habe, jo, probieren wir einfach mal sowas aus. Und ich hatte mir diese Livestreams aber auch selber vorgenommen und habe es geplant. So, während ich angle, mal wieder. Es geht um das Thema, warum ich in letzter Zeit nicht so viel Zeit hatte für Videos oder generell keine Zeit hatte, Videos hochzuladen. Das lag daran, dass ich zum einen Besuch hatte oder besuchen ging. Wow, ich habe die Reaktionszeit eines Faultiers. Wobei, vielleicht sind Faultiere auch wirklich sehr, sehr schnell. Ich weiß das gar nicht. Ich lenke vom Thema ab. Jedenfalls, ich habe mir eben ein bisschen Zeit gelassen. Nicht nur deswegen, weil ich eben unbedingt mal wieder Minecraft mit Shader zocken wollte, weil ich ja meinen PC endlich hatte und diese Livestreams ja geplant waren und ich dann auch endlich mal mein LAN-Kabel da durch das halbe Haus verlegt habe. Ich habe echt. Meine Skills gleichen denen in Stardew Valley, by the way. Wer die Streams gerne nochmal nachgucken möchte, die sind alle nochmal auf meinem Channel zu sehen. Die sind alle online. Auch die Nostalgie-Streams, die ich vor einiger Zeit gemacht habe, sind immer noch verfügbar. Das heißt, wer sie sich angucken möchte, der kann das gerne tun. Bei Zeitvertreib und bei Bedarf sind diese nämlich verfügbar. Also ich hatte letztens ein Problem, wo ich. Jetzt habe ich einen Fisch gefangen. Ich hatte letztens das Problem, dass ich auf ein Video meines eigenen Kanals reagiert habe, also auf ein eigenes Video. Und dieser Stream wurde dann gesperrt, aus Gründen, weil in dem Video, auf das ich reagiert habe, ein Soundtrack zu hören war. Das, was mich wundert, ist eben, dass das eigentlich völliger Schwachsinn ist. Da hätten sie auch gleich das Video runternehmen können. Und dann hätte ich gar nicht diese Reaction machen brauchen. Die Reaction ist leider nicht mehr verfügbar, aber das Video selbst scheint immer noch da zu sein. Das heißt, wer sich das
Dankeschön 2017 ansehen möchte, der kann das jetzt gerne noch machen. Es wird wahrscheinlich, was diese Dankeschönssagungen alles angeht, vielleicht in Zukunft noch mehr geben. Vielleicht bei 5 Jahre Nighties Kanal oder bei 10 Jahre. Das muss ich selber wissen. Also da überrasche ich euch gerne und versuche euch da auf dem Laufenden zu halten, sofern es geht. Und freue mich natürlich auch auf die neuen Zuschauer, die unter den Kommentaren hoffentlich sich akribisch ist das falsche Wort, die sich einfach dort melden. Denn es sind echt viele neue Zuschauer durch die Streams dazugekommen. Und das freut mich natürlich, dass ihr meinen Kanal gefunden habt und diesen damit unterstützt, indem ihr abonniert. Und hoffe halt auch sehr, dass es jetzt nicht nur deswegen ist, weil ihr mich wegen meiner Streams abonniert habt. Ja. Denn auf diesem Kanal finden noch einige etliche Tausende, gefühlt Tausende, Projekte statt. Apropos Projekte, da kann ich auch gleich nochmal zu einem Thema rüber switchen, wegen Minecraft-Projekte. Aber machen wir gleich. Jedenfalls, was meine Kanalstruktur angeht und generell alle Minecraft und. Also, es ist viel geplant. Habe aber jetzt nicht großartig die Zeit gehabt, mich da ranzusetzen und das so schnell wie möglich umzusetzen. Ja, ich hatte mir gedacht, komm, ich nehme jetzt mal endlich meinen Urlaub und mach mal eine kleine Pause. Die habe ich auch wirklich redlich verdient, weil ich einfach mit allen Nerven so ein bisschen fixiert und fertig war. Und jetzt mit der neuen Energie endlich mal wieder an den Tag gehen möchte und sage, hey, das sollte wieder funktionieren, das sollte wieder laufen. Und Organisität, sagt man das so, ist auf jeden Fall gesteigert, hat sich gebessert, ja. Ich sollte aufhören, irgendwelche anderen Wörter für. Seht ihr, ich block mich dadurch selber schon. Jetzt nochmal zurück zu dem Thema Minecraft-Projekte. Ich wurde oft gefragt, ob ich denn nicht vielleicht bei einem Minecraft-Projekt mit teilnehmen könnte. Letztendlich habe ich mich übrigens für das Projekt von Voinox entschieden, wo ich aber sagen muss, dass ich dort jetzt kein großartiges Roleplay führen möchte, beziehungsweise auch nicht tun werde, denn es ergibt für mich einfach grundlegend einfach keinen Sinn, jedes Mal mit RP irgendwo großartig reinzulunzen und zu sagen, hey, jetzt bin ich da, jetzt schickt mir mal Bücher und so und jetzt gibt mir mal Aufgaben, die dann auch überhaupt nichts mit meiner eigentlichen Story zu tun haben, mit der ich die ich halt irgendwie gar nicht in meine Storyline hineinfügen könnte. Und deswegen habe ich gesagt, nein, ihr könnt mir gerne Briefe und so schicken und Aufgaben, die in irgendwelche Koordinaten führen und etc. Ich möchte aber nochmal betonen, dass das alles nichts, aber wirklich gar nichts mit den Projekten zusammenhängt, mit den Hauptprojekten, beziehungsweise mit den anderen Projekten, die wirklich was mit meiner Story zu tun haben. So, das schon mal vorausgesagt. Wir können eigentlich schlafen gehen, ne? Haben wir ein Bett? Ja, Tatsache. Wie gesagt, Minecraft-Projekte, ich wurde halt sehr oft angeschrieben, ob ich bei Projekt XY mitmachen soll. Hab aber einfach nicht geantwortet, weil ich also ich wusste halt eben, dass es einfach keine richtige Entscheidung ist. Nicht die richtige Entscheidung, um jetzt irgendwie großartig weiter fortzuführen. Es ist nett, dass mich Leute zu diesen Projekten einladen und mich gerne bei diesen Projekten dabei haben wollen. Weil ich ja angeblich so ein toller Bergmann-Faker bin, Kappa. Zu dem Thema muss ich übrigens auch nochmal unbedingt kommen, weil das mich selber auch ein bisschen triggert, da ich mich damit irgendwie nicht ganz zufrieden gebe, wie ich mich euch offenbare, weil, naja, ich komme gleich darauf zurück. Jedenfalls, ich wurde oft angeschrieben, hab da aber nicht geantwortet drauf, da ich keine Inter also ich hatte das Interesse war schon da, aber ich hatte Bedenken dabei, das irgendwie noch in meine RP-Storyline einzufügen. Und das hätte das quasi nochmal verkorkster gemacht und das soll ich mir nicht antun. Das wollte ich mir wirklich beim besten Willen nicht antun und habe mir dann gesagt, nein, wir machen nur die Projekte, die wir geplant haben. Einmal Training, dann kommt Holy Days, später kommt noch Mellow Memories, dank dem guten Herrn Trauerweider, der mir die Map übrigens immer noch nicht zugesendet hat. Grüße an der Stelle. Send mir die mal bitte zu, Bruder. Das würde ich wirklich appreciaten.
Ansonsten geht es mir gut. Also ich kann mich momentan einfach nicht beklagen. Ich bin eigentlich in einer guten Fassung drin. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Thema noch, zu dem einen der letzten Themen, die mir noch so in den Kopf rumschwirren. Nämlich, inwiefern fake ich, Herr Bergmann? Und das ist wohl eine der wohl wichtigsten Fragen, die sich in meinem Kopf immer wieder widergeschlagen haben und die sich bei meinem Publikum wohl viel zu wenig gestellt wird, die Frage. Ich weiß, viele mögen meinen, dass ich so ein bisschen die Art und Weise von Herrn Bergmann kopiere, diese Anmoderation, das Intro-Making vielleicht auch, naja, kann man nicht ganz sagen, aber auf jeden Fall auch dieses Schmunzeln, was ich hier mir auf die Backen gelegt habe, scheint doch einem Bergmann sehr ähnlich und muss echt dazu sagen, dass mir selber das auch jetzt nicht unbedingt zu 100% für immer gefällt. Ich habe mir bereits schon einen neuen Skin zurechtgemacht, den ich hier an der Stelle noch nicht zeigen möchte. Denn Secret soll in der Geheimplan. Habe ich jetzt den Fisch aufgegessen oder habe ich den in die Truhe geschmissen? Ich habe mir die Gedanken darüber gemacht, ob es sinnvoll ist, den Kanal als Herr Night Fury fortzuführen, wenn das doch sehr stark einem Herr Bergmann ähnelt. Ich möchte aber auch gar nicht sein wie Herr Bergmann. Das ist mein großes Ziel. Ich möchte gar nicht erst versuchen, in seine Linie reinzurutschen, denn er ist da halt so, wie er ist, eben anders. Er ist so, wie er ist und ich möchte eigentlich auch nur so sein, wie ich will und möchte. Ich möchte auch wirklich niemanden kopieren mit meinem Herr vorne dran und weiß aber nicht, ob ich das so umsetzen kann, wie es mir möglich ist, weil viele Leute von euch versuchen das dann wieder umzugestalten oder wie auch gut bei Ikari no Dojo gesehen wurde, dass man mir so eine Aufgabe gestellt hat, so zur ersten Folge, wo dran stand als Schild so nur der bußfertige Mann. Ich krieg gerade dezente FPS-Lags. Danke, Laptop. Ich brauche dringend ein neues Gerät, das gibt's gar nicht, ey. Wieso drücke ich jetzt Windows-Taste? Ich bin nicht bei Stardew Valley. Also das Thema Bergmann, muss ich nochmal dazu sagen, es ist schwierig, sich nicht in die Rolle von Bergmann. Na, ich lenke mich gerade wieder selber durch den Zombie ab. Danke. Nee, zum Thema zurück. Ich will gar nicht sein wie Herr Bergmann. Das ist gar nicht mein Ziel. Ich probiere mit Herr Night Fury, dem Kanal selbst, eine ganz eigene persönliche Rolle zu schaffen und einfach einen eigenen Kanal hoch zu bekommen. Was ich dazu sagen will, ist, es triggert mich selber so ein bisschen, dass ich immer in diese Position gerate, so, ja, du fakest doch, Herr Bergmann, das ist doch alles bloß Lüge, dein Kanal, du versuchst doch nur, ihn nachzumachen. Das ist gar nicht mein Ziel. Ganz und gar nicht. Das ist gar nicht meine Intuition, diesen Kanal zu führen. Meine Intuition, diesen Kanal zu führen, ist das lediglich einfach Spiele zu spielen und euch zu unterhalten. Das ist eigentlich sowieso der oberste Tagesordnungspunkt, den ich versuche immer zu erreichen. Ich weiß leider nur nicht, ob ich den jemals erreiche, da irgendwie die Resonanz von euch einfach nicht wirklich wiedergegeben wird. Also, es gucken irgendwie gefühlt 180 Leute von euch vielleicht das Video. Nicht mal, es gucken viel weniger Leute das Video. Vielleicht gerade mal 10 Sekunden und schalten dann weg. Also ich weiß nicht, ob ich daran arbeiten soll, ob es euch gefallen tut oder ob ich an irgendetwas Wichtigem arbeiten soll oder ob ich irgendwas ändern muss. Mein Content werde ich garantiert nicht ändern, denn auf Fortnite habe ich garantiert keinen Bock. Was ich sagen will, ist, dass ich mit diesem Kanal, den ich hier führe, nicht irgendwie versuchen will, den Herr Bergmann zu faken oder in irgendeiner Art und Weise nachzumachen. Ich versuche lediglich etwas Ähnliches in die Richtung zu machen, aber meine Voraussetzungen für diesen Kanal sind hauptsächlich Gaming und Unterhaltung. Und solange diese Videos euch unterhalten, ist es meine Pflicht, auch weitere Videos zu produzieren. Natürlich bin ich jetzt lange beschäftigt gewesen oder zumindest immer noch sehr beschäftigt, weswegen das nicht so funktionieren tut, wie ich es mir eigentlich vorgestellt habe. Weil mir fehlt einfach immer noch diese Resonanz
von euch. So, genug gelabert. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Ich werde jetzt gleich nochmal einkaufen gehen. Es ist 18:06, by the way. Es ist Montag, der 29.04.2019. Ich würde mich über eine positive Bewertung über das Video freuen. Like das Video. Abonniert den Kanal, wenn es euch gefallen tut. Ich kann nicht mehr reden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Und ich fake Herr Bergmann nicht. Nein, das ist nicht mein Ziel. Ich wünsche euch noch einen fantastischen Tag. Haut rein, euer Night Fury und bye bye. Ups. Warte mal. Ich glaube, das war ja auch von Bergmann. Ich kopiere ihn. Scheiße. Schreibt mir übrigens noch Vorschläge für Ab- und Anmoderation in die Kommentare. Grüße.